Das ist Motivation pur. Das wollen sie jetzt um jeden Preis verteidigen. Tolle Szene. Wir sehen uns die Wiederholung noch mal an. Erst die Parade schön gehalten, aber der Ball bleibt eben gefährlich, bleibt heiß. Und dann ist der Treffer nicht mehr zu verhindern. PSG ist hinten. Schauen wir mal, wie sie jetzt auf diesen Rückschlag reagieren. Gutes Tackling. Kylian Mbappé Lothar. Ball ist bei Ferrati. Mbappé. Ja, er verliert den Ball. Jetzt Neymar am Ball. Das könnte die Gelegenheit geben. Tor, da ist es. Sie machen's. Und jetzt sieht's in Sachen Klassenerhalt natürlich noch besser aus. Also wenn sie sich das jetzt noch nehmen lassen, dann weiß ich es auch nicht mehr. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Kylian Mbappé Lothar. Neymar. Ah, wenn Sie da ein bisschen mehr Geduld haben, dann lässt sich dieses Abseits vermeiden. Auf jeden Fall. Vorne steht jemand im Abseits und dann trotzdem dieser Pass. Also das ist ärgerlich. Neymar. Messi. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. PSG macht das Tor. Wir sehen es hier nochmal, was entscheidend für das Tor ist. Er setzt sich unglaublich gut durch, lässt die komplette Abwehr einfach stehen und sich den Treffer natürlich nicht nehmen. So, PSG erhöht also auf 3 Tore Vorsprung. So in etwa hatten sie sich das vorgestellt. Da ist die Chance. Er kann diesen Ball halten, aber die Gefahr ist noch nicht bereinigt. Ah, da lässt er die klasse Chance liegen aus kürzester Entfernung. Ich weiß, klingt immer doof, aber den muss er machen. Neymar jetzt. Gut gemacht, gutes Tackling. Er bringt den Steilpass, könnte gefährlich werden. Da ist Donnarumma, da macht sich lang. Die Ecke kommt rein. Da konnten sie nichts draus machen. Mbappé. Erstmal hier der Ballverlust. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. So, Gefahr bereinigt, Ball ist weg. Aus so einer Konterchance müssen sie eigentlich mehr machen. Abgepfiffen, Freistoß für Paris Saint-Germain. Messi jetzt am Ball. Hakimi. Flanke soll zu Messi. Super gemacht. So gerade bringt er hier den Ball noch über die Latte. Jetzt gibt es Eckstoß. Ja, dazwischen gegangen. Ball von Messi kommt nicht an. Einer der wichtigsten Gründe für diese klare Führung ist die Chancenverwertung. Die ist natürlich überragend. Der Trainer mit Sicherheit zufrieden. Es wird Abschluss geben jetzt. Achraf Hakimi. Und Messi. Mbappé. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Startet etwas zu früh, abseits. Nun Lionel Messi. Hakimi. Fabian. Hakimi. Flanke soll zu Neymar. Kein Problem für Donnarumma. Kurz vor der Pause können wir schon mal ein erstes Fazit ziehen. Gutes Spiel bislang von PSG.
Sie sind deutlich vorne. Was soll da noch schief gehen? Sie liegen klar vorne, machen hier genau hinschauen. Erstmal Augen auf jetzt. Und PSG bekommt hier den Freistoß. Fabian. Ferrati. Mbappé. Da verliert PSG den Ball. Langsam wird's gefährlich, schönes Dribbling. Die Flanke für Mbappé. Nicht ungefährlich, aber erstmal geklärt. Da können sie kontern. Tolles Tackling von ihm. Neymar. Gehalten, aber sie müssen weiter aufpassen. Klasse gehalten, er hat den Ball. Wichtig, dass er da klärt. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Ah, das ist stark. 4 Tore sind sie nun vorne. Sie machen mit ihnen, was sie wollen. Schau noch mal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Eindeutiges Resultat bis hierhin. Der Pausenpfiff beendet also diese erste Spielhälfte. Die Mannschaften gehen in die Kabinen und gleich geht es hier weiter. Neymar, klasse! So, jetzt ist Kampfgeist gefragt bei PSG. Klarer Rückstand, ist noch nicht ihr Spiel, aber Hoffnung ist da, spürt man. Die wollen das hier noch drehen. Weiter geht's. Mbappé. Ball wird abgefangen. Sie können kontern. Der Konter läuft. Da ist die Chance. Ganz sichere Parade. Jetzt die Ecke. Ball ist erstmal wieder raus. Fabian. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Erstmal geklärt. Sergio Ramos. Zunächst gehalten, aber wir schauen weiter genau hin. Aus dem Angriff wird also nichts. Jetzt Neymar. Klasse ausgetrickst. Tor für PSG. Und wir haben einen neuen Spielstand. 4:1. Mbappé. Sehr guter Einsatz. Neymar am Ball. Zurück zu Mbappé. Ball kommt weit.
Der Ball landet beim Torhüter. Die Chance für Neymar. Oh, viel Platz jetzt. Der ist noch heiß. Das wäre gefährlich geworden, aber er blockt ihn ab. Den Ball holt er. Da hatten viele hier den Torschrei schon auf den Lippen, aber nee. Das war eine super Parade. Jetzt der Spielaufbau. Vielleicht können sie diesen Schwung jetzt auch offensiv nutzen. Platz zum Konter. Mbappé. So, wer hat jetzt die entscheidende Idee? Das muss das Tor sein. Klasse Ball gewinnen. Vielleicht machen sie jetzt was draus. Den hält er natürlich. Ecke kommt. Jetzt die Flanke auf Mbappé. Da holt er den Ball zurück. Kylian Mbappé-Lotin. Gibt abseits, ist klar, aber das müssen Sie eigentlich sehen. Ah, das war nachlässig, das war unüberlegt. Da müssen Sie warten. Sie sehen doch, dass da jemand im Abseits ist. Das ist kein guter Pass. Nuno Mendes. Da ist der Ball weg. Machen Sie gut, geduldiger Spielaufbau. Lionel Messi. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Den hält er, aber ich glaube, da kann sich noch was entwickeln. Abwehr macht zu. Da kann er sich den Ball holen. Neymar. Lionel Messi. Der Vorstoß von Messi. Gibt Einwurf für PSG. Das hat er nicht gut gemacht. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Jetzt könnte der Pass kommen. Mbappé. Mbappé! Tolle Parade hier von Donnarumma. Jetzt die Ecke. Ja, warum denn nicht? Man muss es auch mal aus der Distanz versuchen. Kein Problem für Donnarumma. Ballverlust PSG. Klare Führung für PSG in diesem Spiel, in dem wir so langsam dem Schlusspfiff entgegengehen. Die machen das. Der Vorsprung ist zu klar. Das geben sie nicht mehr aus der Hand. Das Pressing ist da. Die Chance für den Konter. Ja, aus so einer Konterchance müssen sie einfach mehr machen. Da verlieren sie den Ballbesitz. Neymar. Jetzt ist der Platz da. Er pfeift ihn zurück. Abseits. Sechs Minuten haben wir hier noch. Messi mit dem Ballverlust. Neymar. Da ist er alleine durch. Das war eine gute Gelegenheit, aber abgefangen. Wieder so ein Ballverlust bei PSG. Er ist frei, da kann was draus werden. Neymar, jetzt vielleicht mit der Passmöglichkeit. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Der Ball landet beim Torhüter. Eine Minute Nachspielzeit bekommen wir noch. Frühe Stören hier gegen Ferrati. Durchatmen ist angesagt an diesem letzten Spieltag. Fahren Sie also den Sieg ein. Den Sieg, den Sie doch gebraucht haben. Und damit haben Sie den Abstieg dann doch noch verdient. Ja, im allerletzten Augenblick.